Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und wir wollen die RGB-Beleuchtung jetzt einbauen. Die müssen wir jetzt einfach mal irgendwie noch öffnen. Na hier. Und gucken, was da alles drin ist. Ah, wir haben Klebestreifen, falls wir kleben wollen. Wollen wir nicht. Wir haben eine Anleitung. Oh. Die in Englisch ist. Toll. Aber da finden wir uns schon zurecht. Wenn nicht, erklärt meine Frau. So, dann haben wir einmal ein RGB-Band, zweimal ein RGB-Band. Ich guck mal, wie groß das ist und ob das passt. Jo. Ihr seht, das ist magnetisch, das hält. Das ist, deswegen habe ich dieses geholt und das ist auch abgeschirmt. Also das ist komplett Gummi ummantelt. Also dass da nicht Staub raufkommt oder irgendwas abfällt. Oder wenn man am PC baut, dass man da rankommt und das geht dann ab und dann ist die LED im Arsch oder so. Und ganz wichtig war für mich halt, dass die kompatibel mit Mystic Light ist. Also das von AMD. So, hier haben wir doch den passenden Anschluss. Ich muss gleich den nochmal aufmachen. Dann muss ich die 4K-Karte rausnehmen. So, jetzt haben wir das hier. Das ist der Anschluss für Mystic Light. Ja, das ist ein ganz normaler 4-Pin-Anschluss. Und dann haben wir hier zweimal so einen Anschluss. Und da kommt dann einmal das ran, glaube ich. Ne, so nicht. So, müssen wir mal gucken. Das will gerade nicht so, wie ich wohl will. Achso, das muss man dann hochdrücken. Oh, ach, das ist nichts für kleine, dicke Pfoten. So, und dann hat man das so. Und dann könnte man rein theoretisch, wenn man halt eng anlegen will, ich zeige euch das mal praktisch einmal oben. Und wenn man dann sagt, ich möchte halt hier das nächste, dann könnte man praktisch hier, hat man dann nochmal so einen Anschluss direkt dran gehen. Ja? Aber wenn man halt sagt, man ist weit weg von der anderen Seite und man möchte halt einmal komplett rumgehen, dann kann man, wo sind sie denn? Da. Kann man die so zusammenstecken, dann hat man halt ein L und dann mehrere Kurven und dann kann man einmal komplett im Kreis rumkommen. So, ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Ich wollte eigentlich einmal oben, einmal unten. Ich hoffe, hier ist noch, das ist jetzt ein Verlängerungskabel, denn sonst sieht das essig aus. So, ja, doch ein kleiner Verlängerungskabel ist das. So, dann könnten wir rein theoretisch oben, so. Dann können wir das hier dran stecken. So, müssen wir denn die nur verstecken. Und dann kommen die bis unten hin. Moment. Ich bin auch am Überlegen, ich habe da noch andere geile Sachen gefunden, wie so ein Lüfter und so, dann kommt das dann hier unten ran. So, so habe ich mir das in etwa gedacht. Oder ich fange von unten an und gehe nach oben oder sowas in der Art. Ich möchte den Kabel halt nicht hier an der Seite vorne hinten machen, wo man den am meisten sieht. Hier vorne habe ich mehr Möglichkeiten. Ich mach mal so. Vorne habe ich mehr Möglichkeiten, den Kabel zu verstecken. Der soll ja nicht offensichtlich sein. Und ich habe dann noch was Geiles gefunden. Wie gesagt, Lüfterplatte oder so. Ich weiß den genauen Namen nicht mehr. Oh, vom gleichen Hersteller, wo ich die LED-Stripes her habe. Also die RGB-Beleuchtung. Und so. Ich werde auch nachher noch mal ein paar Fotos oder Video machen, wenn er an ist. Weil das Geile ist jetzt an Mystic Light, warum ich das jetzt separat nicht haben wollte, sondern unbedingt an Bord haben will. Der Lüfter, der leuchtet so wie das Board. Der ist hier oben dran, da ist ein LED. Hier unten, da ist schon so ein vierpoliger Pin, da ist der dran. Das heißt, ich habe Mystic Light eingestellt, blau.
Dann leuchtet das ganze Board blau und logischerweise der Lüfter, weil er am Board hängt. Wenn ich das jetzt hier auch noch anschließe, dann leuchtet die RGB-Beleuchtung auch blau, wenn ich sage, es soll blau leuchten und muss nicht halt separat einstellen. Da kann ich auch Regeln machen, nach Temperatur zum Beispiel, dass er grün leuchtet und wenn er warm wird, geht er immer mehr ins Rote. Und das zählt dann nicht nur für Board oder für den Lüfter, das zählt dann für die RGB-Beleuchtung, zählt für alles. Und für hier hinten habe ich, wo ist denn hier das eigentlich festgeschraubt? Hier ist das festgeschraubt. Habe ich mir gedacht, vielleicht eventuell so eine RGB-Beleuchtung noch, so eine Platte noch drauf. Die kommt dann einfach hinten auf den Lüfter drauf. Die ist dann von der einen Seite beleuchtet und dann leuchtet das, wenn der sich dreht, hier halt auch nochmal blau oder rot oder je nachdem, was ich gerade eingestellt habe. Und da bin ich gerade arg am Überlegen. Jetzt muss ich erstmal noch hier von der Grafikkarte den Kabel hier ein bisschen verstecken. Das nervt mich nämlich, das hat mich gestern schon genervt, dass der hier so rausgeguckt hat. Weil ich habe da einen 6-Polien dran und habe hier dann noch halt so ein 2-Polien, den ich noch dazu machen könnte, falls 8-polig ist. Und der guckt hier immer so komisch raus. Den lege ich jetzt so ein bisschen nach hinten, damit er halt nicht vorne die ganze Zeit nach vorne stößt. So. Dann müssen wir jetzt einmal die 4K-Capture-Karte jetzt nochmal rausnehmen, weil Mystic Light ist genau unter der Capture-Karte. Aber dafür muss ich jetzt mir erstmal meine Brille holen. Moment. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal noch zusätzlich eine Taschenlampe geholt. Ich werde mal versuchen, dass ich euch zeigen kann, wo Mystic Light genau ist. So, das steht halt auch in der Beschreibung eures Boards. Ich habe das X470 Gaming Pro. So, und was? Praktisch da, wo ich jetzt hinleuchte. Da ist es ein bisschen verdeckt von einem anderen Kabel. Praktisch gesehen da. Und das ist der Kabel von was weiß ich nicht. Den müssen wir jetzt hier irgendwie rausnehmen. Da werdet ihr jetzt kurz mal nicht so viel sehen können, weil ich muss hier irgendwie rankommen. Da steht auch JRGB1 für die Leute, die das wissen wollen. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich das hier... Ach, jetzt haben wir das. Den Kabel muss ich nämlich jetzt ein bisschen rausziehen, dass ich den anderen Kabel da reinbekomme. So, wo haben wir den denn? So, hier ist er. Und hier steht auch RGB 12 Volt oben. Warum hier ein... Da ist der Pfeil nach links, da ist er rechts. Ja. Wie rum das jetzt kommt, weiß ich gar nicht. So. Nee, BRG 12 Volt steht da. Da müssen wir jetzt gucken. Ja, was ist denn da von 12 Volt? Gute Frage. Die sind mir alle viereckig. 12 Volt ist das ganz rechte. So wie es hier auf dem Bild ist, ist es ganz rechts. Und hier auch. Ganz rechts. Also muss ich die Seite nehmen, wo 12 Volt auf der rechten Seite ist. Vielleicht ist es bei Asus dann halt auf der linken Seite. So, da seht ihr das, dass es da so ein bisschen, da seht ihr nicht ganz toll. Muss da kurz warten, bis die Kamera da. Haben wir dann halt so einen Pfeil und auf der anderen Seite halt einen anderen Pfeil. Und so. In meiner Beschreibung steht hier halt, dass es auf der, da könnt ihr sehen, 12 Volt auf der rechten Seite ist. Nee, linken Seite ist. Und so müssen wir das jetzt hier ranbauen. Ach du Scheiße.
Das ist nicht für kleine, dicke Pfoten. Hätte man vielleicht mal noch mehr ausbauen sollen, dass man hier vernünftig rankommt. Das ist nichts. Ich habe zu dicke Pfoten dafür. So, jetzt reicht's. Was macht man, wenn man nicht rankommt? Na komm, man baut doch noch was aus. Ich baue jetzt einfach mal. Ich hätte auch die hier unten hin machen können eigentlich. Ja, ja. Ich habe jetzt einfach mal die WLAN-Karte ausgebaut und dann kommt man hier auch viel besser ran. Wenn man natürlich nicht so viel sieht, ist das ganz toll. Ah, da, jetzt. Ja, mach ich von der Seite, kommt viel besser. Genau. So. Jetzt bin ich echt am Überlegen, ob ich die vielleicht doch hier unten lasse. Und dann hier oben. Nee. Ich hatte jetzt überlegt, so, die WLAN-Karte eine Etage tiefer zu machen auf den großen PCI, aber das ist dann nicht so toll. Würde besser passen mit der 4K-Karte jetzt rein theoretisch, weil die hat ja auch nur so einen kleinen Anschluss. Aber wenn ich die 4K-Karte hier oben einsetze, dann ist mir zu wenig Luft zwischen 4K-Karte und Lüfter. Und da habe ich eher Angst, dass die Lüfter die Grafikkarte nicht richtig versorgen können. Deswegen mache ich das lieber hier unten hin. Da haben wir hier unten immer noch massig Spielraum. Ich muss mal ein bisschen rauszoomen, dass ihr das ein bisschen besser seht, was ich gerade mache. So, jetzt muss ich gucken, dass ich die Kabel hier wieder... Achso, jetzt ist der Kabel ja davor. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie machen wir den jetzt am besten verlegen, dass er halt weg ist, weit, weit weg und nicht auffällt. So, machen wir den hier vorne, nee, wir machen den da lang und machen den hier durch, dass er da hinten irgendwo lang geht. Wir legen den auf jeden Fall nicht öffentlich vorne irgendwo groß lang. Wir haben nämlich hier genug Platz, ich mache das mal noch anders, wir haben genug Platz, hier sind richtig dicke, fette Kabel vom Netzteil, was hier hinter das Board geht sozusagen, wo Platz ist, wo wir dann hier hinten schön langlegen können. Die sind schön verlegt, dass wir das halt nicht so offensichtlich haben. So, dann müssen wir das hier noch irgendwie verstecken. So. So. Ja, das gefällt mir nicht. Nee, das gefällt mir so nicht. Das mag ich nicht. Ich habe eine andere Idee. Ich mache das nochmal ab. Ich habe eine andere Idee. Mir fällt es nämlich nicht, dass... Komm doch her, wo hängst du denn fest, du dumme Sau? So, ich mache das nochmal ab.
Ich lege das jetzt unter den, keine Ahnung, SATA-Kabel, Frontanschluss, irgendwas ist das, ich habe keine Ahnung. Da muss ich jetzt erstmal hier den Kabel so ein Stück anheben. So. Dann kann ich das nämlich da drunter durchziehen. Rechts ist das. Na, da sehen wir doch von hier aus schon viel besser jetzt. So, dann können wir das hier schön anschließen. So, dann können wir das nämlich hier hinten wieder hinter dem Netzteil lang. Na, komm da her. So. Nee, das muss zuvor, das muss vorher rein. Das muss vorher da rein. Dann kommt das da rein. So. Oh, mir beschlägt die Brille, ey. So. Dann können wir hier nämlich das so lang machen. So. So, noch ein bisschen nachziehen. So. Dürfte jetzt... Nee, noch nicht ganz. Warum nervt... Warum ist das so scheiße? So, der fällt jetzt schon mal kaum auf hier, wenn wir den jetzt hier so machen. Ein bisschen drehen vielleicht. Dann kommt dann noch weniger zur Sicht. Weil der ist schön schmal, den können wir, ja, jetzt können wir hier hinten schön lang legen. So, mich nervt jetzt halt nur mit diesem einen Kabel hier. Noch ein paar Zentimeter, Millimeter, so. So, jetzt aber. Den verlege ich jetzt wieder da, wo der schon mal war. Da beim Netzteil ist hinten so eine kleine Falz, die da so rüber guckt. Und da haben sie von Mindfactory den auch dahinter gepackt, damit der nicht immer nach vorne rutscht hier. So, da will ich den jetzt wieder hintermachen. So. Genau. Und unter den LED, also RGB-Kabel, jetzt habe ich's. Jetzt ist schön. So, jetzt kann ich euch das nochmal zeigen. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen überpenibel, aber das ist alles so schön verlegt, dann soll das auch weiterhin schön verlegt sein, bin ich der Meinung. Und dann kommt es halt auch darauf an. So. Und zwar... Könnt ihr ja so ein bisschen sehen. Der Kabel hier ist der RGB-Kabel. Der hier ein Stück davor ist, der ist von, kann ich jetzt nicht sehen, was da für ein Schriftzug drunter ist, geht jetzt hier unten runter durch. Da ist die Falz von dem, seht ihr ja so ein bisschen, von dem Netzteil. Und da geht es dahinter und hier wieder raus. Hier, seht ihr, da ist noch Platz. Also wenn ich hier was anschließen wollen würde, könnte ich das hier noch anschließen, könnte hier runter drücken den Kabel. Das wäre alles überhaupt kein Problem. Aber die sind jetzt sowieso erstmal egal, was da dran ist. Interessiert uns jetzt nicht. Jetzt kommt hier der RGB-Kabel. Den sieht man hier oben noch ein bisschen grau. Verschwindet dahinter, geht hier hinter und geht dahinter. Wartet. So. Also hier geht es dann so und dann geht es hier hinter und dann will ich ihn hier unten langlegen, dass der dann gar nicht erst auffällt. Aber wenn das alles so schön verlegt ist, dann möchte man doch auch, dass das schön verlegt bleibt. Und vor allen Dingen, wenn man dann, Moment, ich muss hier mal fummeln, so, wenn man dann Licht drin hat, möchte man erst recht, dass das alles vernünftig ist, weil man sieht es ja dann regelmäßig, wenn man ranguckt oder wenn Leute kommen oder Besuch kommt, irgendwas dergleichen. Dann sieht man da alles. Und wenn da ein Kabel scheiße verlegt ist und der vielleicht das Gesamtbild zerstört, dann ist das natürlich Kacke. So.
Ich werde jetzt mal schnell nochmal einen Cut machen und nochmal das Netzteil holen. Wir hauen den mal so schnell an Strom und gucken, ob das alles funktioniert. So, ich habe jetzt den PC angeschlossen. Ich mache das jetzt einfach mal pro forma hier oben hin und das mal kurz darunter, bevor wir das verlegt haben. Wir machen jetzt erstmal an. Wo ist hier mein Knopf? Da. Ja, die Grafikkarte, die funktioniert noch nicht mit dem Board zusammen. Ich weiß nicht warum. Das Board erkennt mir die Grafikkarte nicht an. Also ich erkenne es an, ich kann die Grafikkarte nutzen, aber halt nicht in Verbindung mit Mystic Light. Und wie ihr seht, hier hinten leuchtet es rot. Da habe ich einzelne LEDs oben. Bei den Speicherbänken sind LEDs, unten jetzt nicht. Aber hier ganz dezente Beleuchtung habe ich direkt hier. Von hinten kommt es natürlich auch. Das kommt jetzt mit dem Orange von den Gummiabdichtungen vom MSI, vom Be Quiet, richtig geil. Und dadurch haben wir das dann halt so schön. So, jetzt muss ich aber mal schnell noch. Moment. So, da bin ich auch schon wieder. Jetzt funktioniert alles, es leuchtet blau. Es leuchtet da blau. Ich zeige euch nur noch mal, ich habe jetzt extra mal den PC am Fernseher angeschlossen. Ich habe das jetzt ausgemacht. Jetzt ist die LED aus, logischerweise. Die LED auf dem Board ist aus. Die Grafikkarte ist separat noch an. Da brauche ich ein extra Programm, das habe ich auch drauf. Und der Lüfter, also die LED, was ihr außen rum sieht, um den Lüfter, der hier immer die Farbe halt wechselt und so, der hängt nicht auf dem Board, der hängt direkt mit der Stromversorgung des Kühlers zusammen. Also da kann man nichts einstellen, dass man sagt, das soll die und die Farbe haben, das soll jene Farbe haben. Man kann halt nur den Lüfter direkt einstellen. Das ist jetzt der AMD-Lüfter, der halt gleich mit bei war. Und wenn ich es jetzt wieder anschalte, so, da seht ihr das. Wir können jetzt hier zum Beispiel Doppelflashing machen. Dann seht ihr das, dass es so leuchtet. Ich habe eigentlich immer CPU-Temperatur. Jetzt haben wir hier Musik, random. Nehmen wir mal random, übernehmen. Also wir haben CPU-Temperatur, Musik, random, Double Flash, Flash. So, da haben wir noch Rating, so. Da wechselt jetzt die Farben. Eigentlich wartet bei dem oder wartet bei dem anderen Profil? Ne, hier geht es nur hell und dunkler. So, no Animation. Dann leuchtet einfach. Und dann haben wir noch Party. So, plus. So, dann haben wir jetzt hier praktisch einen Effekt festgelegt. Wir können auch zum Beispiel das Apple. Dann leuchtet das. Wir können auch hier jetzt grün sagen. Grün. Dann Apple. Funktioniert gar nicht. Eigentlich sollte das jetzt die Grafikkarte sein. Aber mit der Grafikkarte gibt es halt immer wieder Probleme. Also nicht mit der Grafikkarte an sich, die Grafikkarte ist top. Aber es gibt halt immer wieder Probleme, dass Mystic Light die nicht erkennt. Können jetzt mal säubern. Random.
Rainbow, Apple. So, jetzt habe ich Rainbow. Jetzt sollte das Board Rainbow machen. Aber ein bisschen mehr als das nur. So, und Setting off. So. Und wenn wir hier na komm, rüber. So, jetzt machen wir hier noch mal so, CPU-Temperatur. Was ich halt ein bisschen bemängeln muss bei MSI, wir haben jetzt hier auf der, ich mach mal so recht, ja, wenn ihr das jetzt so seht, wir haben auf der ganzen Oberfläche, da werde ich auch nochmal ein separates Video auf Wunsch dazu machen, wir haben hier nicht die Möglichkeit, die Helligkeit, die Geschwindigkeit, irgendwas einzustellen. Wir können jetzt hier, wenn wir jetzt hier Double Flash oder Musik übernehmen, wir haben jetzt hier nicht irgendwo, das war warte mal, Flashing, so, übernehmen, dass wir hier die Temperatur irgendwie, ach Quatsch, die Geschwindigkeit, die Helligkeit irgendwas einstellen können. Muss ich auch mal gucken, ob wir da vielleicht noch mal ein besseres Mystic Light haben. Und wir haben hier nicht die Möglichkeit, Geräte hinzuzufügen. Ich habe hier oben steht Geräte Sync. So. Und das ist halt oben, das ist mein Board. So. Wenn wir jetzt hier sagen Off, übernehmen. Sag off, ist alles off. Aber normalerweise müssten hier halt mehr Geräte drin stehen. Da müsste auf jeden Fall die Grafikkarte drin stehen. Für die Grafikkarte habe ich dann wieder ein extra Programm. So, das ist dieses. Von der also ich habe ja die GTX 1060 mit 6 GB. So, und wenn wir jetzt hier auf. Wo waren jetzt hier LED? Nee, das war nicht. So. Ach, hier unten. So, und da habe ich jetzt hier ein separates Feld, um LED einzustellen. Da könnte ich jetzt hier sagen, Farbe grün. Okay. Dann leuchtet... Ja, mein Handy wieder. Dann leuchtet die Grafikkarte grün. Ich kann jetzt auch sagen, wieder blau. So, und dann leuchtet sie wieder blau. Das ist alles überhaupt kein Problem. Aber mich fuckt es halt ein bisschen ab, dass es mit Mystic Light nicht so funkt. Dass die Karte nicht in Mystic Light angezeigt wird. Dass man halt sagen kann, pass mal auf, wenn ich sage Mystic Light, ihr sollt orange sein, dann soll auch alles orange sein und nicht, dass ich nochmal ein extra Programm muss, um die Grafikkarte einzustellen. Ja, das ist halt ein bisschen bescheiden. Sagen wir mal so. Jetzt muss ich erstmal hier wieder Mystic Light anmachen. Und die Effekte bei Mystic Light ist mir halt auch ein bisschen wenig. Also wir haben PC-Temperatur haben wir. Wenn wir jetzt übernehmen drücken. So, blau halt. Und wenn blau, jetzt haut Mystic Light gerade nicht hin. Normalerweise müsste das da auch anzeigen, dass es blau ist. So, CPU-Temperatur. Ich habe jetzt zwar gesagt, das soll grün sein, aber
So. Das geht halt nach CPU-Temperatur und das Blau und dann wird es ins Rote. So, dann haben wir Musik. Das passt sich jetzt an, wenn ich jetzt Musik höre. Jetzt seht ihr, dass es hier gerade nicht so viel kommt. Wenn ich jetzt Musik an hätte, würde. Haben wir noch Musik drauf? Ich habe auch gar kein Internet dran hier gerade. Machen wir von Execute was an. Da habe ich ein gratis Album gefunden, das konnte man sich runterziehen. So. Und wie ihr seht, machen wir hier jetzt leiser. Ich spule mal ein bisschen, Moment. Und eigentlich sollte das jetzt im Beat flackern. Ja, jetzt ist der Ton aus. Ja. Wenn wir jetzt leiser machen wieder, auf die Hälfte, wird es halt nur dunkel. Normalerweise ist bei sowas dann, dass es flackert, also mit dem Beat. Das habe ich bei einem Kumpel gesehen, der hat ein Asus-Board, da haut es wunderbar hin, mit Aura oder wie das Ding da nochmal heißt. So, dann haben wir halt nach Musik random, übernehmen. Ja, hier passiert jetzt gerade gar nichts. Einmal individuell. So. Jetzt funktioniert's. Jetzt blinkt das halt hier so ein bisschen. Und nach random Double Flash. Das sind halt diese Doppelblitze, also dass das halt doppelt macht. Dann haben wir Normal Flash. So, dann haben wir hier von hell nach dunkel und wieder zurück. Aber halt alles immer die gleiche Farbe. Also es ist jetzt nicht, dass da jetzt irgendwie Farbspiel mit drin ist. So, dann können wir sagen, no Animation. Und dann bleibt es einfach blau. Also egal, ob die CPU-Temperatur hochgeht, ob die CPU-Temperatur runtergeht oder irgendwas dergleichen. Ich bevorzuge aber CPU-Temperatur. So, habt ihr jetzt alles nochmal gesehen. Und das wird dann halt, wenn der CPU höher, also wärmer wird, wandelt sich dann halt in Rot. So, aber genug. Jetzt fahren wir den erstmal wieder herunter. Also da muss ich echt sagen, ich bin so mit meinem MSI-Board echt wirklich zufrieden. Es läuft flüssig, es sieht geil aus und es macht alles das, was es machen soll. Aber mit diesem Mystic Light, da muss definitiv Verbesserung her. Definitiv, weil so kann es nicht sein, weil ich sage Musik und es geht nur hell und dunkel, je nachdem, wie laut die Musik ist. Wenn ich da Asus angucke, da wackelt das LED mit dem Beat. Oder man kann ein Rainbow einstellen, dass es wirklich regenbogenmäßig, dass alle Farben durchgehen. Oder dass wirklich eine Farbe komplett durchgeht und hinterher kommt die nächste Farbe. Und dann geht so wie bei Kit, so, wisst ihr? Aber da muss ich sagen, Strom abmachen, TVI-Kabel abmachen. Da muss ich echt sagen, das ist. Naja, naja, also da gibt es definitiv Verbesserungsmöglichkeiten. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier noch den Rest verlegen. Ich bin nämlich abgewichen von dem, was ich eigentlich machen wollte. Jetzt geht es hier nicht raus, oder was?
So, wir müssen das nämlich hier nochmal weiter verlegen. So. Zack. Und dann das hier hinten lang am besten. So, da können wir ja hier unten so ein bisschen durchmachen. Das ist ja egal. So. Wie gesagt, eine Leuchte will ich hier oben hin machen. So, da muss ich jetzt hier oben durchfummeln. Ich hätte mir mal vier holen sollen, also zwei Pakete. Vielleicht hole ich mir noch mal irgendwann noch ein Paket dazu. So. Na, komm. Achso, hier geht's auch nicht. Moment, müssen wir hier oben durchfädeln. Ach, mit vierer wäre es natürlich einfacher gewesen. Da hätte ich hier einfach einen Kreis gemacht. Hätte eins angeschlossen und die anderen alle hinterher. Und dann wäre das gut gegangen. Aber das ist mit jetzt ein bisschen doof. Und ich will hier auch nicht irgendwie. Mal gucken, die Seiten kann ich ja dann immer noch machen. Na komm her. Na komm, und durch. So, jetzt können wir das hier oben verlegen. So, das mache ich einfach hier oben. Da ja alles magnetisch ist, kann ich das super am oberen Blech anbauen. Und ich muss keine Klebebänder benutzen. So, hier hängt es gerade durch. Hier müssen wir dann nochmal separat. Nee, jetzt hängt es hier an der. Von oben soll es. So, jetzt. So. Jetzt müsste das rein theoretisch. Wir ziehen es noch ein bisschen. So. Wenn wir das nochmal angucken, wo ist denn das jetzt? Da. Ja, noch ein bisschen ziehen. So. Hier hinten will es gerade nicht so, wie ich wohl will, hier oben. Jetzt aber. Jetzt ist es perfekt. Eine Schraube ist weggerollt. Okay. Jetzt ist es perfekt. Und die andere will ich hier unten dran haben. So. Dann können wir nämlich gleich das vordere hier nehmen. Ne, das ist es nicht. Das müssen wir nehmen. So. So. Ein bisschen drehen. So, jetzt können wir das noch ein bisschen vorziehen. Ich möchte das nämlich hier unten, wir haben hier nämlich auch so eine kleine Falz, möchte ich das noch so ein bisschen verstecken, damit man da nicht direkt drin guckt in die LED. So, und jetzt muss ich gucken, dass ich das Kabel noch. Ach so, das kann ich hier super in der Falz auch verstecken. Na, komm da her, wo bist du? So. Kann ich hier nämlich super verstecken. So. Später brauchen wir, wenn ich nochmal so ein Ding holen sollte, können wir das lange Kabel, das Verlängerungsding rausnehmen und machen hier einfach noch einen LED-Stripe dazwischen und hier auch. Hier haben wir noch Platz, da würde noch ein LED-Stripe passen. So. Das mal, jetzt muss ich gucken, dass ich das hier hinterkriege. So. So. Na, wo bist du denn? So, jetzt aber, oder? So, jetzt aber. Ne, der rutscht hier oben immer raus, der eine Kabel hier rum. Das ist ein bisschen doof.
So. So, jetzt müssen wir halt noch dieses Stück hier verstecken, weil das sieht ja auch doof aus, wenn das hier so lang liegt. Dann machen wir jetzt einfach das hier so ein bisschen zusammen und zur Seite. Und so. Das können wir hier noch so teilweise unterm Netzteil wie so am Rand verstecken. So. Dann das hier hinter verlegt. So. Und schon sieht das kaum, fällt der Kabel kaum auf. Ja. Und wir sind dann soweit fast fertig. Wir müssen jetzt halt nur noch sehen, dass wir die 4K-Karte wieder einbauen. Na komm, mach her. Jetzt will es gerade wieder nicht. Jetzt aber. Jetzt ist er drin. Jetzt müssen wir das hier nur noch. Nochmal raufdrücken, damit das auch wirklich fest ist. Hoppala. So. Und jetzt haben wir auch halt schon hier eine Beleuchtung und hier oben eine Beleuchtung. Die fällt auch kaum auf. Wir könnten jetzt zusätzlich halt noch links und rechts machen. Und hier hinten vielleicht noch so ein, ich glaube, der ist so der falsche Klemmt, oder? Der zieht so. Nee, der drückt das raus. Ich habe nämlich hier vorne zwei Ventilatoren, die ziehen die Luft rein. Und der drückt die Luft raus. Hier kommt auch noch Luft raus zusätzlich. Und oben, die drücken auch die Luft raus. Also praktisch, hier kommt Luft rein, hier drückt sie die Luft raus und hier oben, weil Grafikkarte und so und die ganze Luft hier oben steht, zieht der hier oben schön raus, hier zieht er raus und hier zwei fette Lüfter zum Rennziehen. Sollte soweit eigentlich ganz okay sein. So, jetzt müssen wir gucken, wo haben wir denn jetzt das andere Schraubenteil, was mir... Ist doch nicht, kann doch nicht sein, dass er weg ist. Ach nö. Ich hab's doch gehört. Ich hab's doch rollen gehört. Muss doch hier irgendwo sein. Ja. Ja, dann würde ich das jetzt hier erstmal zusammenbauen. Ich muss erstmal noch das andere Schraubenteil finden. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Wir müssen nämlich noch den Bildschirm auspacken.